Willkommen bei Hannah Cash. Heute reden wir über Nachhaltigkeit. Zurück auf dem Boden oder dem Tisch der Tatsachen reden wir heute über echte Nachhaltigkeit. Die ist nämlich gar nicht einfach, sondern dreifach. Zuerst entdeckten wir die wirtschaftliche Nachhaltigkeit. Ein Unternehmen muss, um langfristig bestehen zu können, Geld erwirtschaften, dass es dann in neue Ideen, seine Mitarbeitenden und das Wachstum des Unternehmens investieren kann. Wenn ein Unternehmen nicht wirtschaftlich nachhaltig agiert, kann es nicht mehr überleben. Dann entdeckten wir die soziale Nachhaltigkeit. Unternehmen sind auf Menschen angewiesen. Sie sollen deshalb positiv auf die Gesellschaft wirken, indem sie Löhne und Arbeitsbedingungen schaffen, die den Menschen ein Leben in Würde und Entfaltung ermöglichen. Wie genau solche Löhne und Arbeitsbedingungen aussehen, ändert sich über die Zeit hinweg, auch noch heute. Zur sozialen Nachhaltigkeit gehört zum Beispiel ein langfristiges Rentensystem. Damit auch zukünftige Generationen eine Rente erhalten werden. Alles war easy und die Wirtschaft wuchs und wuchs und wuchs und wuchs und wuchs immer weiter, theoretisch bis ins Unendliche. Doch dann realisierten wir, hey, unser Planet ist ja eine Kugel und hat begrenzte Ressourcen. Und wenn wir immer mehr Bäume fällen als anbauen, gibt es bald keine Bäume mehr. Und wenn wir weiterhin Plastik in die Ozeane schwemmen, gibt es bald mehr Plastik als Fische. Und die Schadstoffe, die in der Produktion entstehen, schädigen die Atmosphäre. Und es wird immer heißer. Und es wird immer trockener. Und dann verheerende Waldbrände. Und unsere Eiskappen schmelzen. Und dann ist unser ganzer Planet am Okay, okay. Mal nicht so schnell. Noch können wir alles ändern. Denn zum Glück haben wir die ökologische Nachhaltigkeit entdeckt. Wir haben gelernt, dass wir beim Wirtschaften die Umwelt schonen müssen und haben dazu die Ökobilanz entwickelt. Wir haben gelernt, den Lebenszyklus von Produkten zu untersuchen und jede Etappe ökologisch zu optimieren. Von den verwendeten Rohstoffen über Herstellung, Verpackung und Verteilung, Konsum hin bis zu Entsorgung und Recycling. Bei den Rohstoffen wollen wir nicht mehr verbrauchen, als ersetzt werden kann. Wir reduzieren Abfall durch Recycling und Kreislaufwirtschaften. Und bei der Herstellung achten wir darauf, den Schadstoffausstoß zu minimieren. So dass sich unsere Eiskappen und die gesamte Umwelt wieder erholen können. Welche Nachhaltigkeit ist nun aber die wichtigste? Sie alle sind unverzichtbar. Die echte Nachhaltigkeit entsteht da, wo alle drei erfüllt werden. Ja, das ist eine Herausforderung, aber wir alle können immer besser darin werden. Und auch du kannst diese Entwicklung unterstützen, indem du beim Kauf von Produkten auf die Ökobilanz und die sozialen Aspekte der Produktion achtest. So, dass eines Tages alle wirtschaftlichen Tätigkeiten die Gesellschaft und die Umwelt stärken. Nachhaltigkeit bedeutet, auf die Ressourcen aller drei Dimensionen zu achten, damit wir heute nicht auf Kosten der Generationen von morgen leben. Und vielleicht hast du ja schon eine Geschäftsidee, die alle drei Nachhaltigkeiten vereint. Schreib sie mir als Kommentar. Und wenn du die Welt verhändelst, dann schenke ich dir dieses Glas Tee. Ich bin Hannah Cash. Make business, make money and save the world. Bis bald!